Okay, und damit ein herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist mal wieder der Level 24. Es ist wieder ein Versuch, das Spiel soweit irgendwie hinzukriegen. Meine Gegner starten zwar nur mit ein Drittel mehr Baumaterial, aber das hat so ein bisschen was in sich. Ja, und ich überlege, wie ich hier einfach loslege. Und ich baue jetzt hier einfach mal einen Holzfäller. Ein Sägewerk. Holzfäller. Den baue ich nämlich hier. Dann baue ich noch einen Holzfäller. Baue ich mal da. Und dann brauche ich eigentlich einen Steinbruch. Aber hier gibt es ja keine Steine in der Nähe. Die sind ein bisschen weiter weg. Also muss ich hier irgendwo ein Militärgebäude errichten, um an meine Steine ranzukommen. Und ja, das ist Siedler 1 von 1994. History Edition. Man sieht auch wunderschön meinen Desktop, weil es ja einfach nur skaliert ist. Also hier unten so das ganze Zeug. Das ist blöd, aber ich kann es jetzt halt gerade nicht ändern. Und im Spiel geht es halt darum, für alle, die es nicht kennen, ein Königreich aufzubauen. Und mit diesem Königreich ein anderes Königreich zu besiegen. In dem Fall habe ich zwei Königreiche hier zu besiegen. Das wäre einmal das vom Roten und das vom Lilianen. Wobei der Lilianen der bösartigere von den beiden Gegnern ist. Und die befinden sich, Moment, alle hier hinten in diesen wunderschönen zwei Tälern, in diesen Bergen malerisch gelegen. Und wenn wir noch mächtig auf den Keks gehen, aber dazu kommen wir später. Zuerst einmal baue ich hier meine paar Gebäude auf. Das Problem, was ich so ein bisschen habe, ist, dass die Fortpflanzungsrate meiner Siedler recht gering ist und dadurch dauert es sehr lange, bis die Gebäude fertig werden. Ich kann ja trotzdem mal ein paar Pläne schon mal machen, wie das alles hier werden soll, wenn es mal fertig ist. Ja, zuerst brauche ich halt Holzfäller, das ist ganz wichtig. Dann werde ich auf jeden Fall eine Produktion für Waffen brauchen oder Gold. Ich muss noch gut überlegen, wo ich das Zeug einfach platziere. Also ich kann mir vorstellen, dass hier vielleicht ein guter Ort für eine Produktion für Waffen und Zeug wäre. Hier könnte ich das Militärgebäude anfangen zu bauen. So, und da war hinten noch ein Schlossplatz irgendwo. Denn ich werde hier auch natürlich Werkzeug brauchen, denn mein Spielstand hier ist nicht mit eine Übermenge an Werkzeug, aber halt mit ein bisschen was. Und ich schließe das Zeug jetzt nicht alles sofort an, sonst sind meine ganzen Leute hier überlastet. Und das dauert ewig, bis die Sachen dann fertig gebaut sind. Deshalb ist es jetzt hier gerade, wie es ist. Und das ist auch gut so, weil dann werden die Sachen gleich irgendwann fertig. Ich kann hier auch in dieser tollen Version ein wenig beschleunigen. Im Hauptquartier bilden sich dann jetzt ein paar Soldaten aus. Die sind jetzt gerade noch ziemlich schlecht. 51 Schilder und Schwerter gibt es hier im Angebot noch zu haben. So, die ersten Militärgebäude werden hier hochgezogen. Und ich könnte es mal wagen, hier dieses Gebiet hier anzuschließen. Denn wir werden zuerst ein bisschen Werkzeug brauchen. Das wird nicht vor allem Hämmer sein, aber Äxte sind wichtig, Dinger brauche ich nicht, das brauche ich. Und Angelhaken werden wir wahrscheinlich auch nicht brauchen. So, erstes Militärgebäude ist besetzt. Wir haben jetzt hier ein bisschen Land dazu gekriegt, das ist eigentlich eine coole Sache. Und dieses Land hat noch viele Schlossbauplätze. Und die werde ich dafür nutzen, um hier dann irgendwann mal Nahrung zu produzieren. Und natürlich auch zu angeln. Und das Angeln wird das erste Mittel der Wahl sein, um hier an Nahrung ranzukommen. Und die anderen Gebäude werden erst später angeschlossen, aus dem einfachen Grund. Sie brauchen alle Steine und wir haben ja noch keine Steinquelle in unserer Siedlung.
Deswegen muss ich jetzt einfach weiter gucken, wie es geht. Okay, das Haus wird mit sehr schlechten Soldaten besetzt. Vielleicht sollte ich einfach für den Anfang die Gebäude nur minimal besetzen. Dann bleiben mehr im Hauptquartier von den Soldaten. Und dann gibt es nicht das Problem, dass hinterher in meinem Land nur schlechte Soldaten irgendwie herumspazieren. Ja, und was ich hier bauen werde, das ist zwar ein bisschen schwachsinnig am Anfang, ein Lagerhaus, aber und eine Münzprägerei, aber mir liegt immer noch das Problem im Magen, dass ich nicht hier in der Lage sein werde, schnell genug Siedler zu produzieren. Deswegen muss ich leider an mehreren Aufgaben, sagen wir mal, gleichzeitig arbeiten. So, an Steine werde ich ja schon rankommen. Aber ich brauche hier dieses Lagerhaus, damit da die Waffen eingelagert werden und das Hauptquartier da einfach nicht unnötig belastet wird. So, wir haben zwei Sensen da, wir haben drei Spitzhacken, das ist jetzt nicht unbedingt viel. Ich darf mir auch nicht erlauben, dass meine Wirtschaft irgendwie stockt, weil das werden die Gegner sofort gnadenlos ausnutzen. Und mein Sägewerk steht immer noch nicht, 25 Bretter gibt es hier noch zur Auswahl. Der rote hat sich zugebaut. Das gefällt mir. Der lila leider nicht. Und ich habe zu viele Baustellen. Also hier gäbe es Gold. Viel Gold. Arbeitslose haben wir keine. So, das nächste Militärgebäude ist besetzt. Das heißt, nach einem Militärgebäude folgt das nächste. Hier kommt auch noch eine Holzfällerhütte hin. Dann haben wir die Anzahl der möglichen Holzfällerhütten ausgeschöpft. Was dann notwendig wäre, ist der Aufbau von einem Forsthaus, aber da habe ich mich jetzt bis jetzt noch nicht drum gekümmert. Das sind dann wieder vier Bretter, die man dann nach hinten in der ganzen Geschichte kommt. Und ich sehe, dass hier ein schönerer Platz zum Bauen von diesem Goldbergwerk ist und hier an diesem Platz eigentlich besser ein Kohlebergwerk Platz nehmen könnte. Das wird natürlich jetzt sehr teuer, sowas aufzubauen, aber man muss hier in dieser Mission mit vielen Dingen gleichzeitig anfangen. Wir haben noch 11 Hämmer, das ist gut. Lassen wir es einfach weiterlaufen. Eine primitive Nahrungsversorgung gibt es ja schon mal in unserem Land. So, hier oben könnte ich noch ein Militärgebäude bauen, um dann das Gebiet da zu kriegen. Hier irgendwann, wenn ich fertig bin, eine Waffenschmiede. So, und dann wird es hier hinten noch eine Münzprägerei Nummer 2 und noch ein Lagerhaus geben. Also wieder sehr viele Baustellen gleichzeitig. Hier gibt es Kohle. Unser Fokus hier liegt gerade an der Goldproduktion. Bald wird das Notprogramm aktiviert bezüglich der Granitfelsen. Also baue ich jetzt einfach stumpfen Granitbergwerk, damit die uns nicht nerven wegen dem Granit halt. Ah, und die Strategie zeigt Wirkung. Also gute Soldaten besetzen jetzt die Gebäude, weil durch die Anzahl der Soldaten werden die halt besser. So kann ich mich schon mal besser verteidigen, als wenn ich nur schrottige Soldaten überall hätte. So, hier brauche ich noch ein Militärgebäude. Und ein Kohlebergwerk. Und so langsam werden hier auch mal Bäume notwendig. Ihr könnt sehen, also die Baustellen werden immer mehr und es werden immer weniger fertig. Der Pinke wird sich jetzt hier in meine Richtung ausbauen, so wie das aussieht. Ich besitze immer noch keine vernünftige Steinquelle. Dafür aber eine Werkzeugproduktion. So, hier gibt es Eisen. Hier gibt es noch ein bisschen Kohle.
und noch ein wenig Gold. Mod-Programm wurde aktiviert, das heißt, die Rohstoffe gehen jetzt zum Herstellen eines Gebäudes zur Steinherstellung. Und lustigerweise braucht ihr das Steinbergwerk natürlich auch Steine, um gebaut zu werden. Ey, der hat sich auch zugebaut. Das ist doch eine fröhliche Nachricht. Er baut sich jetzt nach oben erstmal aus. Und hier in die Richtung. Das heißt, wir werden noch einen Moment lang Ruhe haben, aber das ändert sich hier relativ schnell. Okay, dritte Holzfällerhaus ist fertig. Steinbergwerk dürfte auch bald fertig sein. Unser Problem hier werden natürlich Minen sein, aber dann baue ich jetzt halt ein paar Gebäude und gleich haben wir auch eine gute Steinversorgung erreicht. Fischerhütte. Kleine Gebäude sind immer ganz gut für die Versorgung. Der hat doch dann ein Militärgebäude gebaut. Das ist blöd, aber ich kann halt jetzt nichts dran ändern. So, hier gibt es reichlich Eisenerz und Kohle. Programm wurde deaktiviert, das ist auch sehr gut. Und wir können jetzt hier mit dem Abbau der Steinfelsen anfangen und das Gebiet uns zusätzlich noch sichern. Und irgendwie hat das Spiel nicht so ganz gebremst, wie es wollte. Machen wir vielleicht so. Und dann sichere ich mich hier einfach das ganze Gebiet. Forsthäuser stehen, die Bergwerke sind noch relativ, sagen wir mal, arbeitsaufwendig. Bauen wir hier ein Militärgebäude und hier auch noch so ein Steinbruch. Dann habe ich mein Gebiet hier ein bisschen abgesichert. Gegen ihn. Gut, Lagerhaus Nummer 1 ist fertig. Nummer 2 kommt ja irgendwo hier hin. Langsam Gedanken um meine Essensproduktion machen. Dann machen wir mal so. Ist zwar nicht hübsch, aber dürfte funktionieren. Hier unten kommt dann noch mehr Essensproduktion hin. Und ein Militärgebäude. So. Jetzt wird es natürlich viele neue Baustellen geben. Das wäre einmal unsere Eisen- und Kohleproduktion. Die kommt jetzt einfach hier hinzu. Weil wir jetzt hier über ein Lagerhaus verfügen. Und dann wird es hier noch einen Anschluss für die Waffenproduktion geben. Einfach so. Hier vielleicht noch einmal. So, okay. Das war's dann erstmal. Dann bauen wir mal weiter. Militärgebäude in alle Richtungen natürlich. Und hier nochmal eine Fischerhütte. Man weiß ja nie,
Äxte dürften wir jetzt genug besitzen und andere Werkzeuge, weil aus unseren Eisenvorräten aus dem Hauptquartier man jetzt Werkzeug produziert, was uns jetzt natürlich den Start hier ein wenig erleichtern wird. Auch wenn es heftig viele Baustellen jetzt sind, die hier zu erledigen sind. Hier noch so eine Verbindung. So, ich weiß nicht, wo jetzt überall das Holz hingeht. Ich weiß auch nicht, was der Lilane macht. Gut, der expandiert jetzt hier ganz großspurig. Wird mich wahrscheinlich bald angreifen. Bei mir wird es jetzt lange dauern, bis die Sachen fertig gebaut sind, weil ich einfach so viele Baustellen in Auftrag gegeben habe. Viele Bergwerke und solche Sachen. Dass das echt lange dauert, bis dann was fertig ist. So, und ich kann jetzt mit der Expansion auch nicht wirklich aufhören, weil Land ist ja auch ganz wichtig, um Punkte zu kriegen. Daher wird es weiter gebaut hier. Ich weiß gar nicht, haben wir noch Hämmer? 4 Stück. Ich verstehe auch nicht, warum sie das Bergwerk nicht besetzen, weil die jetzt hier keine Leute wahrscheinlich im Hauptquartier haben. Militärisch dürften wir nicht so gut aufgestellt sein. Und langsam kann ich auch dann meine Militärgebäude ein bisschen nachbesetzen, bevor die nächsten Angriffe kommen und dann Probleme kriege, weil meine Militärgebäude irgendwie nicht halten. Ja, und ich sehe, ich habe das Problem hier jetzt durch die Ritter, die verstopfen meine ganze Wirtschaft. So, denen haben wir jetzt ein bisschen Land weggenommen. Leider muss ich ihnen mehr Land wegnehmen, weil hier unsere ganzen Schlüsselindustrien in der Nähe liegen. Und ich speichere mal, bevor das Ganze hier vollkommen ausartet. Denn der nächste Angriff kommt bestimmt bald. Da ist unsere Besetzung. Jetzt kommt auch endlich der Bergmann ins Goldbergwerk. Auch hier habe ich geschafft, ein wenig Land wettzumachen. Nahrungsproduktion wird jetzt auch langsam aufgebaut. Die erste Waffenschmiede ist besetzt. Und die Goldmine hat tatsächlich jetzt Gold produziert und wir fangen jetzt mit Waffen an. Der fischt mir hier den See leer. Das ist auch nicht nett, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Militärgebäude besetzt. Hier baute sich ein bisschen Steine ab. Das könnte ich auch. Das Problem ist, dass ich jetzt halt kaum noch Gebäude fertig kriege durch meine vielen Baustellen.
Die Minen verschlingen Unmenge an Holz. Das sind 4 Stücke Holz pro Mine. Und die Landwirtschaft ist auch noch nicht fertig. So, dann ist Land verloren. Und bald werde ich von ihnen auch angegriffen. Der hat auch schon eine Goldmine und eine Münzprägerei. Das heißt, ja, militärisch wird es hier echt hart werden, hier durchzukommen. Mal speichern. Habe ich den Fehler gemacht, dass der irgendwie seine Gebäude hier leer gemacht hat, warum auch immer. Ich könnte hier versuchen anzugreifen, um ihn hier dieses Stück Land wegzunehmen. Ich probiere es mal, aber das wird auch damit verbunden sein, dass ich dann gleich wieder laden muss, wenn ich den Kampf verloren habe. Okay, Gebäude werden nachbesetzt. Das war also ein Fehlschlag. Jetzt ist das Ding eh voll, also habe ich den Zeitpunkt verpasst. Muss ich also laden. Wir können uns noch kurz den Kampf anschauen, den ich wahrscheinlich verlieren dürfte. Die Soldaten sind nämlich müde und kommen von weiter weg. Okay, das Gebäude habe ich gekriegt. War zwar jetzt arg kostbar, aber hat dazu geführt, dass er auf jeden Fall seine Steinquelle verloren hat. Dann warten wir mal auf die nächste Gelegenheit dieser Art. Und die Soldaten dürfte ich ja innerhalb von ein paar Minuten ja wieder praktisch reinholen können. Von meiner Produktion her. So, ich werde hier jetzt noch einen Holzfäller bauen, weil der oben halt wahrscheinlich bald mit seiner Arbeit fertig ist. Hier noch eine Fischerhütte. Das Erobern des Gebäudes hat meine Moral auf 31% gestärkt. Und da war leider kein Gold drin. Als nächstes muss ich das Gebäude da oben irgendwie gucken, dass ich ihn abnehme. Hauptquartiergebiet leidet ein wenig unter Stau. Schuld sind natürlich die ganzen Baustellen. Ich weiß gar nicht, haben wir den Baumeister da? 3 Stück. So, Gebäude ist besetzt. Somit habe ich jetzt hier einen wunderschönen See mir unterm Nagel gerissen. Ich glaube, seine Fischerhütte hat auch dran glauben müssen. Das heißt, Mission erfolgreich erfüllt, auch wenn es ein paar Soldaten jetzt gekostet hat. Verhindert ist seine Ausbreitung weiter nach hier unten und ich kann mich hier gemütlich in der Gegend ausbauen, außer er kommt von der Seite, was bestimmt bald passiert. So, langsam dürften wir auch so gut wie keine Soldaten mehr im Hauptquartier haben. Ich lasse mal den Spaß hier weiterlaufen. Okay, ich futter jetzt ein bisschen Flips, weil 40 Minuten des Spiels sind um. Meine Konzentration lässt bestimmt langsam nach. Und wenn die nachlässt, dann wird es hier gefährlich. Ja,
Okay, ich kriege auch noch ein paar Gebäude hier besetzt. Und ich würde sagen, es ist jetzt einfach Zeit für den Ausbau von diesem Gebiet hier. Das heißt, das Lagerhaus und die zweite Waffenproduktion kommen dahin. Wir beginnen wahrscheinlich hier oben gleich mit der Waffenproduktion. Und der hat sich hier eine Farm gebaut. Ich habe nur keinen Platz für einen Bäcker. Militärisch geraten wir immer weiter ins Abseits. Wieder ein bisschen langsamer. Okay, Militärgebäude besetzt. Ich könnte überlegen, hier diesen Teil des Landes abzuschneiden. Ich glaube, ich mache das, bevor der noch mächtiger wird. Ich müsste da schon irgendwie ordentlich Soldaten hinschicken. Ich habe gespeichert, ich gucke mal, ob das was bringt.
wunderbar, so wollte ich es haben. Und da kann er sein blödes Brot da erstmal nicht liefern. Aber er produziert schon mal Waffen. Das ist auch ein Problem für mich. Und ich kriege die Gebäude wahrscheinlich gar nicht nachbesetzt. Das heißt, ich glaube, der Versuch ist auch gescheitert, weil die Waffen zu langsam kommen. Werden wir sehen. Land verloren. Moral bei 40%. Das wird gefährlich. Sogar sehr für mich gefährlich. So, warten wir mal ab, wie lange es gut geht, wann ich das erste Mal ordentlich hier auf den Deckel kriege, bei schlechter Besetzung. Ach, irgendwie ist das Hauptquartier hier eine Vollkatastrophe, wenn es um die Verkehrsverbindungen geht. Staut das ganze Land zu. Cool, zweite Waffenproduktion läuft. Und dann bräuchte ich demnächst noch eine dritte. Okay, hier wird nachbesetzt. Und jetzt mit seiner Arbeit fertig. Kann ja hier weitermachen. So, ich muss zusehen, dass ich weiter meine Waffenproduktion ausbaue. Denn nur so komme ich gegen den Abstieg klar. So, jetzt wird einfach viel gebaut.
damit die Waffen halt gut laufen, brauche ich auf jeden Fall Landwirtschaft, die ein bisschen was leistet. Für die gibt es hier eigentlich keinen Platz, aber das ist mir jetzt egal. Und die Gebäude für die Landwirtschaft baue ich jetzt nicht so weit, sagen wir mal, in Landesäußeren, sondern eher Landesinneren, damit die Angriffe von meinen Gegner da nicht so reinhauen. Das habe ich gemeint. Einer ist schon weg. Er greift an, das sind seine ganzen frischen Soldaten, die der jetzt produziert hat. Ich kann das Ding nicht nachbesetzen. Ist schlecht für mich. Dafür besetze ich jetzt gleich hier ein Gebäude. Das ist auch nicht schlecht. Zack, dann brennen seine Minen. Das nächste Gebäude wird hier gebaut. Hier gucke ich mir mal den Kampf an. Die Kämpfe können ewig dauern. Aber den werde ich verlieren. Ja. Weitergeht. Stopp. Kurz speichern. Machen wir mal hier 24 Attack. Wir werden angegriffen. Juhu, ein neues Lager ist fertig. Okay, wieder einer weg von den Vögeln. Ja, so ist es hier. Ist immer noch nichts fertig, weil das ganze Holz nicht durchkommt durch die schon vielen Baustellen. Und sie hat das Gebäude gekriegt. Wow. Der letzte Soldat hat es erobert. Tja, mit diesem Trick kann man ein bisschen den Schaden in Grenzen halten. Und sich Zeit sparen. Okay, wir haben es verteidigt. Wow. Gegen so eine Horde. So, jetzt muss meine Wirtschaft eigentlich ziemlich Gas geben, aber das schafft sie ja nicht, weil die ganzen Minen ja nicht fertig sind. Also muss ich irgendwas gegen ihn weiter unternehmen. Hier baue ich das nächste Militärgebäude, um ihm die Goldschmelze wegzunehmen. Mein Gebäude ist immer noch mein Gebäude. Das ist gut. Riesigen Steinchen kann der nicht abbauen, weil das Gebiet nicht angeschlossen ist an sein Hauptquartier. Also baue ich sie ab. So, hier habe ich ein Gebäude besetzt. Das ist auch nicht schlecht, weil für die ganze... Und hier geht es weiter im Text. Hat ja nicht lange gedauert, bis der weiter angreift. Mal kurz Pause. Soll der weiter angreifen, ist mir egal, dann wird er seine Truppen halt ein bisschen ausrotten.
Ja. Je weniger er Truppen hat, desto besser für mich. Bau währenddessen weiter mein schönes Land aus. Ich werde hier wahrscheinlich noch ein Lagerhaus errichten. Hier hinten eine weitere Waffenproduktion. Denn nur so könnte ich eine Chance gegen ihn haben. Mit seinen ganzen vielen Truppen. Ist es bestimmt sehr anstrengend, dagegen anzukommen. Und deshalb muss ich jetzt hier gucken, dass ich mehr Truppen habe wie der. Und das geht leider nur durchs Überholen, also indem ich hier meine Essenswirtschaft ausbaue, mehr Minen errichte und so Zeug halt. So, das Gebäude ist jetzt hier sehr schlecht besetzt. Das bedeutet, es lädt geradezu bis zum nächsten Angriff ein. Ich hoffe, ich kriege wieder ein paar Truppen irgendwie zusammen. Ich speichere mal, bevor der nächste Angriff kommt. Man kann hier nicht genug speichern. Militärisch hat ihn das jetzt ein bisschen geknickt, aber jetzt nicht großartig. Und mir scheint es jetzt auch egal zu sein. So, jetzt kommt wieder Nachbesetzung. Jetzt sind auch keine Steinchen mehr. Dann soll er sich hier abbauen. Gefunden. Kohle gefunden. Also ich brauche hier so eine komische Magistrale. Ansonsten kommt da unten niemals irgendwie Baumaterial an, habe ich so das Gefühl. Baustellen hier, die stehen schon seit Ewigkeiten hier rum. Das Gebäude ist nachbesetzt, sehr gut. Inzwischen bei 54% angekommen. Ich kann mir gleich dann überlegen, ob ich ihn gleich irgendwo auch noch angreife. Aber erstmal zu sehen, dass mein Land halt irgendwie ein bisschen weiter läuft. Die ganze Landwirtschaft, das stockt alles. Und die neue Magistrale ist noch nicht mal mit Leuten besetzt. Ah, hier gibt's Eisen. Aber wir haben immer mehr Truppen, das ist gut. Ja, jetzt sollte ich hier gerufen werden, gab es bis jetzt keinen Angriff. Statistik wieder gibt das, dass wir jetzt irgendwie bei 25% sind. Das ist sehr schlecht. Deswegen muss ich zusehen, dass ich einfach weiter ausbaue. Mehr Land bekomme. Gebirge auskundschafte, was die hier hergeben. Oh, hier wird was besetzt. Sehr schön. Zack. Das war mir jetzt ein bisschen zu schnell. Bei dieser Gelegenheit können wir mal schauen, ob der irgendwo Unterbesetzung hat. Aber sieht alles ja top aus bei ihm. Ich speichere jetzt bei jedem besiegten Soldaten. Das ist nämlich ein Soldat weniger, den er hat. Die Moral macht jetzt langsam echt einen Unterschied.
Okay, der Angriff ist abgewehrt. Ich habe mir ein Wasserglas geholt. Wieder speichern. Weiter geht's im Text. Schauen tut das eh keiner hier. Das ist toll. Aber später auf YouTube. Und ich habe wieder zwei Nachrichten. Eisen gefunden. So, Goldproduktion wurde verdoppelt. Kohle gefunden. Ich könnte hier hinten darüber nachdenken, Holz herzustellen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so dumm. Pflanze ich den Vogel hier einfach seinen Bauernhof zu mit Bäumen. Also besser kann man Gegnern, glaube ich, kaum sabotieren. Ja, und hier wird wieder ein Militärgebäude besetzt. Hier gibt's dicke Eisenvorräte. So, hier brennt's. Oh, Mist. Schon wieder das Gebäude. Ich kann ja gut nachbesetzen, das geht bei ihm ziemlich schnell. Moral, 60%. Seine Truppen werden jetzt auch merklich besser. Ja, jetzt verliere ich das. Also muss ich gleich wieder laden. Militärgebäude besetzt, das ist schön. Eine Kohlemine bauen. Jetzt schauen wir uns mal da das Schauspiel mal ein bisschen wieder an. Okay, jetzt kann ich wieder speichern. Könnte überlegen, hier einen kleinen Cut zu setzen. Okay, kann wieder laden. Da ich ja gleich nochmal laden werden muss, mache ich mal einen Angriff mit 20 Leuten. Und ihn noch nicht hier ärgern. Ach, das wird jetzt arg teuer. Kann ich noch mal laden? Juhu. Aber es hat sich gelohnt. Militärischen Desaster, aber gut, der hat leider noch eine Straßenverbindung. Müsste ich diese Straßenverbindung hier kappen. Ich weiß nicht wie.
Also hier gibt es noch Haufen Eisen. Das heißt, dass ich hier meine Industrie ein bisschen hochziehe. Und die haben hier immer noch nicht einen Holzfäller fertig, das ist toll. Dafür ist hier der ganze Kram endlich fertig geworden. So. Okay, Zeit zum Speichern. Weiß nicht, wo ich jetzt diesmal angegriffen werde. Hier. Seine blöde Waffenschmiede aus dem Gefecht setzen. Okay, der nutzt jetzt aus, dass die Gebäude leer sind und greift jetzt überall an. Ist doch schlecht, wenn einen der Geduldsfaden reißt. So. Bam. Jetzt habe ich irgendwas verloren. Wahrscheinlich hier hinten. Das lasse ich natürlich nicht auf mir sitzen. Och nö, auch noch so gute Soldaten. Keine Chance, ich muss nochmal laden. Das sind ja Verluste bis sonst wohin. Na. Ah. Bloß sich nicht mitreißen lassen. Speichern, damit ich wieder zurückkehren kann, falls das Ganze vollkommen in die Hose gegangen ist. So, das Ding oben ist verteidigt. Ja. Nein. Ja. So lasse ich es jetzt. Ich hatte schon mal keinen Anschluss zum Hauptquartier. Ein einziges Gebäude, von welchen aus der mir auf die Nerven gehen kann.
und seine tolle Waffenproduktion steht in Flammen. So soll es sein. Ja. Jetzt muss ich den ganzen Mist hier noch irgendwie halten. So, dann lassen wir es einfach mal weiterlaufen hier. Gute Soldaten hier unterwegs. Entweder greifen sie an oder sie haben sich hier einfach verirrt. Militärisch war das natürlich jetzt ein Kraftakt, aber bei allen muss ich ja nur über 75% kommen, um hier zu gewinnen. Damit habe ich ja, trotz dass ich schwächer bin, den Lernen relativ gut eine verpasst. Bis jetzt vielleicht. Okay, das habe ich keine Chance zu halten. Ich kann es nochmal versuchen. Nochmal mit Laden. Dürfte aber nichts bringen. Doch! Und wie es was gebracht hat. Okay, hätte ich davor speichern müssen. Speichern. So. Keine Chance. Doch, jetzt hat's geklappt. Super. Perfekt. Er wird dann noch mehr angreifen. Da gehe ich stark von aus. Aber ich könnte mir das Gebiet jetzt langsam holen, weil da ist seine Besetzung immer schwächer. Und das hätte für mich den Vorteil, dass ich mir viel, sagen wir mal, Innengrenze sparen könnte. So, seine wunderschöne Goldproduktion ist jetzt auch kaputt. Ich weiß gar nicht, wo das ganze blöde Holz hingeht. Wahrscheinlich in die Werkzeugmacherei oder sonst wohin. Auf jeden Fall nicht zu den Baustellen, wo ich es unbedingt haben will. Ah, es gibt ja auch noch Minen. Da war ja was. Bauernhöfe errichten. Jetzt mal bin ich hier sogar ohne Festung ausgekommen. Das ist ja echt witzig. Hä? Okay, er hat das jetzt alles hier nachbesetzt. Das ist natürlich blöd. Ich könnte kurz die Zeit nutzen, um hier mal eine auf den Deckel zu geben. Okay, wird auch nix. Habe ich nicht gespeichert. Ist blöd von mir. Aua! Das tut jetzt enorm weh. Das nutzt er natürlich sofort aus, um anzugreifen. Yep.
Scheinbar doch gespeichert. Dann. Also ich würde da jetzt einfach nichts tun. Das ist sicherer. Jetzt habe ich halt ein bisschen Zeit verloren, aber das ist mir jetzt vollkommen wurscht. Warten wir jetzt einfach mal ab, was passiert. Prozent. Also baut sich gleich dann Verbindungsweg. Also könnte ich nochmal jetzt kurz ein Safe Game setzen. Und dann gucken, dass ich hier das Gebäude zerstöre. Und das hier. Ich habe ja genauso wenig gut. Okay, das hat schon mal geklappt. Und das auch. So, dann bin ich diesen blöden Bauernhof los, der ihn mit Essen versorgt. Bleibt jetzt hier noch diese kleine Insel. Militärisch war das jetzt blöd, aber für die alle war es super. Jetzt werde ich bestimmt angegriffen. Ja. Okay, jetzt habe ich das Ding hier verloren. Die Frage ist, soll ich da angreifen oder ihn erstmal wieder ein bisschen sinnfrei bauen lassen? Er wird sich ja verbinden und mich bestimmt wieder angreifen. Er hat ja noch Haufen Truppen im Hauptquartier. Jetzt hat er seine blöde Bäckerei, aber ist die Goldproduktion los und die Waffenproduktion, die existiert auch nicht mehr. Die ist tot. Ja, das ist nicht besetzt. Weil Hämmer fehlen. Der hat kein Holz. Weil zu viel gebaut wird. So, Eisenschmelze hat der. Wahrscheinlich entsteht dann eine schöne Waffenproduktion von ihnen, die ich dann wieder zerstören muss. Der verbrennt seine Holzproduktion. Wahrscheinlich baut er sich da gleich einen Bauernhof hin oder sowas. Ich habe noch nie ein Militärgebäude gebaut. Und dieses Gebiet ist jetzt nicht mehr so angriffsgefährdet, wie es sonst immer war. Ich muss hier endlich meinen Wasserweg bauen. Hier noch Militärgebäude oder sowas. Wow, wir können Truppen ausbilden. Und ein Eisenbergwerk ist tot.
Und bei ihnen brennt es. Soll es sein? Ich glaube, ich habe seine Holzproduktion auch ziemlich verwüstet. Durch meine fiesen Landwegnahmen-Aktionen, die ich dank Cheaten, also Laden und Speichern, dann geschafft habe. Danke für den einen Zuschauer, der da ist. Zur Info, ich spiele Siedler 1, Level 24. Es fehlen mir noch 6 Level, um das Spiel abzuschließen. So sieht es gerade aus. Ich versuche den Lilanen hier gerade ein bisschen fertig zu machen. Das ist nämlich mein Hauptauftrag. Der Rote, der hat sich zugebaut, deswegen kann ich hier gemütlich und in Ruhe Siedler 1 spielen. Ich muss ab und zu laden und speichern, weil ich sehr risikovolle Entscheidungen treffe, die manchmal auch sehr schief gehen. Und diese Insel müsste ich auch mal demnächst erobern, aber dazu hatte ich bis jetzt keine Lust. Dafür habe ich jetzt hier eine zweite Holzproduktion hochgezogen, die mir ermöglichen sollte, hier dieses Gebiet endlich zu erschließen. Dann gewinne ich nicht über Militär, weil da bin ich ziemlich schlecht, sondern über Landesgröße Häuser. Also, wenn ich dann über 75% bin, dann ist das Spiel auch dann vorbei. Ja, ansonsten, was gibt's zu sagen? Also, das Zeug, was ich hier streame, das wird dann irgendwann mal auf YouTube hochgeladen, auf meinem Kanal, der genauso heißt wie der hier. Und ich spiele hauptsächlich alten Kram, also Siedler 1, 2 oder 3. Oder so ähnliches verpixeltes Zeug. So, und jetzt breite ich mich hier mal ein bisschen weiter aus. Damit meine Punkte auch schon weiter steigen. Und durch die neue Holzwirtschaft ist dem ganzen Land ein Aufschwung gelungen, denn ich kann jetzt wesentlich schneller die Gebäude fertig bauen und ich werde angegriffen. Speichern. Ich weiß nicht, wo der jetzt hinrennt. Okay, die rennen jetzt irgendwo hier hin, weil ich hier die Holzwirtschaft habe. Und die sich überlegt, mir eine auf den Deckel zu hauen. Autsch. Gerade so gut gegangen, aber mit einem blauen Auge, würde ich sagen. Noch mal langsamer, weil es hier die tolle History Collection ist, da kann man beschleunigen. Also der nette Herr hat uns hier angegriffen. Wir haben hier ein Militärgebäude besetzt. Und wahrscheinlich werden wir gleich schon wieder angegriffen werden. Er ist gerade ein bisschen allergisch darauf, dass wir uns hier gemütlich ausbauen. Ich finde es krass, dass der so eine Reichweite hat, hier anzugreifen im Landesinneren, aber liegt wahrscheinlich an diesem Militärgebäude. Das muss ich beseitigen, das ist sein Hauptquartier und er hat gute Truppen, ich habe schlechte Truppen. Aber wie gesagt, militärisch ist der auf jeden Fall besser wie ich. Also jetzt hier laut der Statistik nicht, aber der hat schon einen Haufen Truppen und die sind schon nervig. So, ich warte mal auf die Nachbesetzung und gucke, was passiert. Meine dritte Waffenschmiede ist noch nicht besetzt, weil da fehlt Werkzeug. Irgendwie brauche ich alles an Werkzeug. Die Dinger brauche ich ja auch. Ich weiß gar nicht, habe ich einen Vorrat an Soldaten? Ja, habe ich. Sehr gut. Das heißt, ich kann die ganzen Gebäude nach dem Angriff nachbesetzen. Das bedeutet, dass ich jetzt einfach mal ein Safe Game setze und dann hier mir 15 Soldaten hinschicke und guck, was passiert, wenn ich da angreife. Weil dann ist die Reichweite von denen ein bisschen geringer. Erfahrungsgemäß ist es trotz 94% hart, hier ein Gebäude zu kriegen. Weil der Haufen Gold hat und ich schlechte Truppen. Und die Gelegenheit nutzt er natürlich sofort, um weiter anzugreifen. Ich habe vorhin auch sein Land aufgetrennt, aber... Na, jetzt kommen die ganzen guten Soldaten aus seinem Hauptquartier rausgelaufen. Das Gebäude habe ich gekriegt, aber das hier werde ich verlieren.
die Schäden halten sich in Grenzen. Aber ich denke, ich muss schon wieder hier einen Cut setzen. Das kann nicht so weitergehen. Der schafft es trotzdem hier anzugreifen. Nee, da sind mir zu viele Schäden. Ich muss nochmal laden. Also, wie war das? Ich werde hier gleich angegriffen. Oder nee, da oben müsste ich eigentlich angreifen. Aber werde ich hier irgendwo angegriffen. Ja, ein kleines Land, aber halt immer noch stark dadurch, dass er wesentlich mehr Soldaten wie ich zum Start halt hatte. So, jetzt kommt der Angriff. Leider hier mit seinem blöden General. Ja, ich teile dich trotzdem, den Sack. Das ist mir jetzt egal. Ganzen schlechten Truppen von mir. Jetzt greift er hier an, okay? Was bringt ihn das? Das bringt ihn nichts. Das ist mir relativ wurscht. Hol dir das, du Vogel. So, wir greifen dafür hier oben an. Was irgendwie total erfolglos ist. Ja, jetzt passiert was. Noch killen. So, jetzt haben wir das Ding hier wieder. Jetzt ist die Gefahr, dass hier natürlich wieder angegriffen wird. Aber zumindest ist der Teil wieder abgeschnitten und geht mir nicht auf die Nerven. Nochmal speichern. Jetzt kann ich wieder versuchen, hier das Ding zu kriegen. Und dann das Gebiet hier nicht mehr Inland, sondern Außengrenze machen zu, also Inland statt Außengrenze machen zu können. Das heißt, wird erstmal nachbesetzt. Militärisch hat uns das ein bisschen was gekostet. Aber dafür besteht die Gefahr nicht so akut, dass der da alles nachbesetzt. Uns noch mehr Probleme macht, als es schon ohnehin macht. So. Nichtsdestotrotz, ich breite mich jetzt einfach gemütlich weiter aus. So, ich glaube, nachbesetzt ist jetzt. So sieht die Karte aus. Der hat sich jetzt einen Weg gebaut. Das heißt, meine ganzen Bemühungen waren umsonst. Der befüllt das Ding schon wieder mit starken Truppen. Also greife ich jetzt hier an. Das Ding. Und das Ding, damit seine Angriffsreichweite in mein Land weiter sinkt. Für jedes eroberte Gebäude gibt es mehr Moral und für jedes verlorene Gebäude nimmt die Moral hier ab in diesem Spiel. Na toll. Beide Angriffe verlaufen, sagen wir mal, bescheiden. Der hier wäre natürlich wichtiger. Okay, das Ding gehört jetzt mir. Oben leider nicht und wir werden bestimmt wieder angegriffen, ja. Ah, Mann, ey. Der besetzt ja nur noch mit sowas nach.
Also nochmal laden. Weiß gar nicht, war das der Safe Game? Nee, das ist noch ein alter. Oder wobei? Nee, das ist recht aktuell. Und der Sack baut hier wieder eine Goldproduktion auf. Also wiederholen wir mal das hier. Da muss ich jetzt ein Militärgebäude setzen, ansonsten wird er mir hier weiter auf die Nerven gehen. Sieht schon mal nicht gut aus. Doch jetzt, komm. So. Ist wenigstens dieser Teil jetzt hier nicht mehr für Angriffe empfänglich, weil es zu weit weg ist. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier noch ein Wirtschaftszentrum vielleicht für die Waffenproduktion baue. Toll, jetzt müsste die endlich besetzt sein. Ja, ist die auch. Wunderbar. Ah, toll. Hat ja lange gehalten, das Ding. Was für ein A. Die Moralführung durch den ganzen Spaß. Wieder laden. Was ist der hier? War der von diesem schwachsinnigen Angriff? Der hier vielleicht? Das ist immer noch dasselbe. Der war es nicht. Vielleicht habe ich hier gespeichert. Das war, glaube ich, hier. Was mache ich jetzt? Ich greife jetzt einfach hier an. Egal, Zerstörung ist schon ein sehr wichtiges Geschäft hier. Und je mehr ich von seinem Land irgendwie platt mache, desto besser ist das. Desto weniger kann der mir auf die Nerven gehen. Da habe ich zwar gerade erfolglos angegriffen, aber egal. So. Hier wenigstens nachbesetzen. Da oben war bitter, das war einer meiner besten Soldaten. Kapiert einfach nicht, dass man meine Lagerhäuser in Ruhe lässt. So, jetzt hat er seine Goldproduktion. Ich wollte hier irgendwo noch Waffen produzieren irgendwann. Querstraße bauen. Okay, vielleicht ein Militärgebäude.
So, und dann schaue ich mal weiter, was der Gegner anstellt, weil ich muss ihn nämlich fertig machen. Alle ist immer noch bei knapp 65%. Das heißt, ohne Militärmacht hole ich das jetzt irgendwie nicht so wirklich raus. So. Oder Gebäude bauen wenigstens ganz viele. Was ja eigentlich kein Problem sein dürfte, wenn man sich anguckt, wie viel Berge hier irgendwie existieren. Man auf jeden Fall noch reichlich Minen bauen kann. Ah, das ist bestimmt wieder ein Angriff und ich verliere hier. Ne, ich habe ein Militärgebäude besetzt. Wie schön. Und produziert er wieder fleißig Gold? Bestimmt, ja, tut er. Tut mir schlecht vor. Kohle gefunden, juhu! Ja, Granit, huh. Das sind ja nur so landwirtschaftliche Meldungen gerade. War das ein guter Soldat jetzt, aus Versehen, der hier reingelaufen ist? Wahrscheinlich. Ich glaube, hier bräuchte man einen Weg. Okay, hier gibt es ein fettes Kohlevorkommen. Perfekt für meine neu entstehende Industrie hier hinten. Freie Gebäude. Beste Methode, um zu gewinnen. Wow, wir steigen ja sogar militärisch ein wenig. Wahnsinn. Sicher nicht zu früh freuen hier. Das hat mich diese Mission gelehrt. Drittes Mal versuche ich das jetzt, glaube ich. Ja. Das ist schon voll besetzt. Deine Goldproduktion läuft irgendwie nicht. Hier weiter aus. Ich krieg den Lagerhaus. Eisenerz gibt's hier noch. Wow. Was gibt's immer bei Lagerhaus, wenn man bei mir irgendwas hat? Natürlich Waffen. Das ist das Wichtigste in diesem Spiel. Und Gold natürlich auch. Granit. Sinnfreie Bauernhöfe. Sehr gut. Deine Goldproduktion ist hinüber, mein Freund. So. Wird das etwa ein Angriff hier? Nee, das ist zielloses Rumgeirren. Das ist gut. Ja.
Wissenschaftszentrum läuft ja. Das sind meine Truppen, die sind nicht besonders schlau und ausgebildet. Fünf Arbeitslose ist auch nicht viel. Hier haben sie das ganze Zeug hingebaut. Können wir mal gucken, was sich hier noch finden lässt. Ich glaube, hier findet keiner mehr Steine. Ist jetzt wieder ein neuer Angriff. Ja! Du kriegst mich jetzt einfach nur noch an, du Sack. Hast deine Verbindung wieder, freu dich einen Keks, die wird dir nichts nützen, weil ich deinen oberen Teil des Landes jetzt einfach erobern werde. Koste es, was es wolle. So. Gibt es jetzt nicht großartig mehr viel. Okay, das hat schon mal nicht geklappt hier. Dafür ein Gebäude weniger. Ich weiß nicht, was ich hier im Angebot habe. Die Besten der Besten. Und ich werde schon wieder angegriffen. Wie schön. So, diesmal hier mal wieder. Holzproduktion ist ein beliebtes Angriffsziel. Ich baue jetzt hier eine Festung und von der aus werde ich vernünftig angreifen können, hoffentlich. Ah, neuer Angriff oder was? Nee, Lagerhaus ist fertig. Tolle Straßenverbindung. Besser geht's ja kaum. Noch eine Festung hin. Ich glaube, es ist irgendwie noch Kohle oder sowas. Und hier gab es irgendwie Eisen. Gibt es noch mehr Kohle. Ja, ich habe die Festung besetzt. Mit einem Supersoldaten feinster Sorte. Forschen wir mal dieses mysteriöse Tal hier. Also hier gibt es schon mal nichts. Er ist stramm voll besetzt. Da kann ich machen, was ich will. Okay, 70% habe ich erreicht. Juhu. Puh, nach 1,5 Stunden ist der Timer stehen geblieben. Ich glaube, das dauert jetzt hier über 2 Stunden.
Selbst hier werden Truppen produziert. Wow, Wahnsinn. Berge sind hier langsam erschöpft, also ist wirklich Zeit, zum Schluss zu kommen. Ist gar nicht. Überall sind kleine Soldatenvorräte. Super, das habe ich gesucht. Hier gibt es auch alles, was das Herz begehrt, außer Platz. So, und ich werde angegriffen. Dann greife ich zurück an. Ganz einfach. Langsam verliere ich hier die Geduld. Gespeichert. Das lässt meine militärischen Kräfte ganz schnell schwinden. Jetzt aber vollkommen egal, das geht jetzt hier einfach nur ums Prinzip. Mann, was für ein Gemetzel. Irgendwann muss ich das doch gewinnen. Ja. Yeah. Es geht nur ums Prinzip. Wow, seinen General haben sie besiegt. Das obere Gebäude ist aber nicht möglich zu bekommen. Ja! Jetzt hast du keine Militärgebäude, du Sack. Und was mache ich jetzt? Jetzt werde ich meine Militärgebäude alle leer räumen. Dann können die ganzen Soldaten in die schönen Lagerhäuser rennen. Und sich dort wunderschön aufwerten und freuen. Was war da? Habe ich da wieder was verloren? Bestimmt. Nee, sieht doch eigentlich gut aus. Also der ist jetzt eingekesselt quasi. Und hat keine Möglichkeit anzugreifen. Hier besetze ich eine kleine süße Festung. Also bei ausreichendem Materialeinsatz ist jede Mission ausführbar. So, und die steigt militärisch wieder. Ja, leider auch. Ah, ist das schrecklich.
Mir fehlen ein paar Punkte und ich hätte es schon geschafft, aber nein. Ich bin lange ja nicht mehr in den Level so weit gekommen. So, ich brauche jetzt überall sinnfreies Zeug, um mehr Gebäudepunkte zu kriegen. Ich glaube, das habe ich schon mal vor einer halben Stunde gesagt. Jetzt mache ich sie aber wirklich. Ja. War zu beschäftigt. So, 7 Soldaten müssen wir produzieren. Sieht man die Ergebnisse meiner Strategie. Jetzt bin ich bei 40%. Die dürften langsam dann besser werden. Ah, hier gibt es noch Eisen. Ganz viel. Gab es doch irgendwie Haufen Kohle. Der versucht was aufzubauen, hat aber kein Holz mehr, weil ich ihn damals seine ganze Holzproduktion zerschlagen habe. Natürlich könnte ich versuchen, das Hauptquartier anzugreifen, aber meinen tollen Truppen, die eigentlich alle durchschnittlich relativ jung sind, weil die Lebensdauer meiner Soldaten nicht extrem hoch ist, ist es etwas, was ich als Selbstmordkommando hier bezeichnen würde, was sehr wenig bringt. Aber doch irgendwie noch Granit. Okay. Alle steigen jetzt nicht. Ein Werkzeugmacher hatte sich hingebaut. Jetzt verliere ich wieder Gebäudepunkte, weil ich pflichtbewusst hier diese Dinge abreiße. Toll. Da. Yeah, ein General. Das wird langsam besser mit der Armee hier. 23 Arbeitslose im ganzen Land. So. Alles ein bisschen gestiegen. Militärisch ist, glaube ich, der Rote das Hauptproblem.
Wenn ich mehr Truppen hätte, dann könnte ich sein Hauptquartier hier irgendwie angreifen, aber das... Naja, muss ich wahrscheinlich ja trotzdem tun, um zu gewinnen. Kriege ich jetzt kein Militärgebäude hingebaut, weil es zu nah an dieser Wachstube ist. Oder Wachhütte oder wie man sonst was das Ding bezeichnen sollte. Das Lärmen im Bereich meines Landes. So. Jetzt endlich mehr Gebäudepunkte. Ah, toll. Das Einzige, was es wahrscheinlich bringen soll, ist Militär, aber... Naja, ihr wisst ja schon. Yay! Ich glaube, ich muss den Roten unter 25% kriegen. Das ist das Problem. Weil dieses Militärwachstum verlangsamt sich ja immer mehr. Also wird es doch noch einen letzten Krieg geben. Nicht gleich. Ich gehe jetzt mal die ganzen Gebäude mal nach. Und dann greife ich einfach die Leute an und gucke mit meinen alten Truppen, die ich zur Verfügung habe. Und dann schaue ich mal. Hier ist jetzt noch ein Safe Game, bevor das Ganze abstürzt. Dann dürfte Level 24 jetzt Geschichte gewesen sein. Außer mir gehen netterweise gerade gleich dann die ganzen Rohstoffe aus. Das könnte auch noch passieren. Wie ich mein Glück kenne. So, jetzt drillen die ersten Soldaten ein. Starke Militärwachstum hat sich jetzt sehr stark verlangsamt. Und alle steigen jetzt auch nicht mehr. Militärgebäude dürften gleich alle voll sein. Vor allem die hier sind wichtig, weil die nahe der Grenze sind. Kriegen noch kräftig Zeug da reingeladen. Und dann können die lieben Soldaten vom Roten ein bisschen frische Luft schnuppern, nachdem sie noch nie im Laufe dieses Spiels das Hauptquartier verlassen haben. Wow, 22 Hämmer. So, warten wir, bis das Ding voll ist. Hm, wir steigen trotzdem militärisch dank der Festungen. Und der unglaublichen Waffenproduktion. Da, die sollen kurz aufwerten. Da sieht's auch gut aus. Ich weiß gar nicht, wie lange so ein Aufwerten hier dauert. Und Gebäudepunkte kriege ich wahrscheinlich jetzt auch keine mehr. Hm. Nö.
So, dann machen wir mal 30 Stück. Und hier auch mal so 30 Stück. Und dann schauen wir uns mal das Schauspiel gemütlich zurückgelehnt an. Der General räumt richtig ab. Jetzt ist er weg. So, diese Maßnahmen bringen natürlich einen enormen Auftrieb in der Militärstatistik. Währenddessen kratzen wir meine Bergwerke weiter fröhlich ab. Wie geht? Das werden ja immer mehr. Zum Glück habe ich hier ein bisschen was errichtet. Der Rote wächst militärisch, weil ich Einheiten verliere. Das war nicht der Plan. Militärisch ist er halt noch nicht unter 25%. Da sieht man, wie viel die Soldaten, also was die für einen Haufen Soldaten noch haben. Wenn bei mir irgendwie voll die Unterbesetzung war, haben die Haufen Soldaten. Und meine kämpfen nur so gut, weil die Aufwertung schon enorm fortgeschritten ist. Na, toll. Die ganze Maßnahme könnte man unter, naja, leicht gescheitert nehmen. Wie geht's jetzt hier nicht weiter? Mein Hauptquartier zu killen, wäre 25% mehr Punkte. Das ist ja krass, wie der hier die wegfegt, die Generäle von den Lilanen. Oh, der ist fast bei 0%. Leute. Und dafür habe ich jetzt hier auch 30 Soldaten für verheizt. Na komm, da gehen noch 15 oder 20. Es ist gefühlt immer derselbe Soldat, der da rausrennt und meine ganze Armee killt. Vor allem kommen nur noch so bärtige Volltrottel, die nichts können. Und die Besetzung der Festung sieht ja auch herrlich aus. Also, das ist der letzte Soldat wahrscheinlich von ihnen und den kriege ich nicht gekillt. Doch jetzt. Und es gibt noch einen von der Sorte. Juhu. Na. Okay, ein kurzes Angriffspäuschen. Doch. Ah, da gibt's noch einen dritten. Also bei 0% hat er irgendwie noch. Und der Rote wächst und gedeiht. Wieder eine halbe Stunde Spiel um und es passiert nichts.
muss ich wieder die Besetzung umstrukturieren. Einen kurzen Moment. Und gute Soldaten nachbesetzen. Und die schlechten sollen mal alle wieder zurücklaufen, wo sie hergekommen sind. Und dann greife ich diesen Mist hier nochmal an. Ja, den Roten hat es jetzt wehgetan. Auch nur noch Generäle in dem Ding. Gammelt da auch seit Spielanfang rum. Wenn die paar von ihm wegfegen, das ist nicht schlecht. Hätte der paar Militärgebäude gebaut, hätte ich hier echt ein Problem gehabt. So ging das alles noch ein bisschen. Schauen wir mal, 10 Stück von den besseren Soldaten haben wir gar keine Generäle mehr, nix. Alles tot. Ja, jetzt geht's in den Roten und wieder Kragen. Oder mir, haha. Ja, das waren 30 Soldaten, die hier weg sind. Ich weiß gar nicht, was das Lagerhaus hier in der Nähe... wir haben ein Problem, wir haben zu wenig Arbeitslose. So viele Waffen wahrscheinlich inzwischen. Wenn ich mir das recht anschaue. Ja, über 50 Stück. Wie geht's noch? Geht's auch nicht mehr? Irgendwer kämpft hier noch. Gegen die Generalseuche. Okay, dann wieder nachbesetzen, oder? Und noch kurz warten. 10 Stück, das ist echt nicht viel. Man sieht, wie sich die Zahlen verändern, das ist ja lustig. Das habe ich noch nie so wahrgenommen, bei der Anzahl von Soldaten geht das scheinbar ziemlich schnell. Wieder ein Update der Zahlen. Boah, ist das geil. Das gefällt mir. Gleich habe ich 100 von diesen bärtigen Dingern da. Jetzt 12 von den Phalanx. Wie sieht es jetzt aus? 41 von den Schlappsoldaten. Ich weiß gar nicht, wo die alle rumgammeln. Also hier gibt es noch keine guten. Hier auch nicht. Was sagt das Hauptquartier? Kein guter. Hey, die Zahl sinkt wieder. 13. ...96... ...97... ...14... ...38... Okay, Zeit für den nächsten Angriff. Nein, ich habe gewonnen! Gratulation, Ihre Feinde sind chancenlos! Sie haben diese Mission gewonnen! Neues Passwort heißt Crude. Tja, damit ist es endlich vorbei. Es hat geklappt. Er ist unter 25%. Also militärisch unter 25%. Einmal abspeichern. Wir weiter gucken, wie sich die Statistik verschiebt. Jetzt nicht angreifen, werde ich es auch nicht tun, macht ja keinen Sinn.
Wobei es wäre cool gewesen, hätte ich dieses Hauptquartier hier gekillt. Ich glaube, ich war auch nur eine Haaresbreite davon entfernt, aber das hat trotzdem nicht gereicht. Und gleich kommt die ganze Meute zurück. Also beende ich mal das Spiel. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn ich Level 25 spiele. Bis dann!